und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Da das Wetter momentan nicht so toll ist, haben wir uns dazu entschlossen, eine kleine Videoserie zu machen über Modelle, die man entweder indoor oder auch im Winter outdoor fliegen kann. As the weather is not so nice out there at the moment, we got a lot of snow and wind, we decided to make a small series of videos with models you can fly indoor and models you can fly outdoor in the winter. And today we start with the first model. It's the ERIX 100. Wir fangen heute mit dem ersten Modell an. Es ist der ERIX 100. Momentan eines meiner Lieblingsmodelle. It's just my favorite model at the moment. It's a very small, full-featured helicopter. It's delivered complete with radio controls, with the model and some spare blades and other spare parts. And of course, Battery and Charger. Es handelt sich beim ERIX 100 um ein Komplettmodell. Es wird komplett mit Fernsteuerung, Modell, Ersatz, Rotorblättern, einigen anderen Ersatzteilen, Akku und Ladegerät geliefert. Das Modell ist wirklich ein riesiger Spaß und trotzdem es eigentlich aussieht wie ein Spielzeug, handelt es sich doch um einen richtigen Helikopter. It may look like one of these toy helicopters, but it's a real model helicopter. Of course it's already built, natürlich ist es schon vollkommen zusammengestellt, aber man kann jeden Teil als Ersatzteil ordern, but you can order all the parts as spare parts. So if you crash the model or if you break something, you can easily get a replacement part. Also wenn man irgendwas kaputt macht, kann man sehr leicht Ersatzteile bekommen. Das Modell selbst ist trotzdem sehr stabil und hält sehr viel aus. The model itself is really forgiving. If you crash it into a wall or something, if you fly indoors, usually you don't have to do anything, just put it on the ground and start up again. You got a gyro for stabilization, ist natürlich kaiserstabilisiert und fliegt fast von alleine, kann man sagen. It flies nearly by its own. So, if you're used to these small toy helicopters, you can easily start flying with this one. Wenn ihr schon mal einen Spielzeughelikopter geflogen seid oder einen Doppelrotorhelikopter, könnt ihr ganz leicht mit diesem Modell fliegen. Es ist kein 3D-Modell, das heißt, wir haben keine Pitch-Verstellung. It's no 3D-Model, it's a single-rotor-Helikopter and the pitch is controlled by the motor power. Also durch die Motordrehzahl wird Steigen und Sinken gesteuert. Ansonsten ganz normale Vierkanalsteuerung wie bei Helikoptern üblich, das heißt, wir haben Roll und Nick. Und natürlich auch über die Hochachse drehen mit dem Heckrotor und steigen über die Motordrehzahl. We got the Roll and Nick with a swash blade. Also wir haben wieder Taumelscheibe, ganz normal Roll und Nick, wie schon erwähnt. And we also got a tail rotor, which stabilized the model. Nur ein paar kurze Clips mit Indoorflügen in einer Wohnung. Now a few short clips, this model in a living room. And of course, mainly you can hover it, but it's still real fun. Natürlich kann man es vor allem nur schweben in einem Wohnzimmer, aber es ist trotzdem ein Riesenspaß. Okay, now let's have a look at the parts in detail. The model is delivered in this nice box. Das Modell kommt in dieser sehr hübschen Schachtel, gut verpackt. We got the pre-assembled model. Wir haben das fertig zusammengebaute Modell. We got our battery. It's one of the standard one-cell batteries. It's with 150 milliamps, but you can also use up to 200 milliamps. Als Batterie wird eine NS-Batterie mit 3,7 Volt und 150 mA verwendet. Hier kann man bis zu 200 mA verwenden. Dann haben wir hier Ersatzrotorblätter. We got our replacement blades. And we got our charger. Wir haben hier ein Ladekabel. Dieses Ladekabel ist recht clever gelöst. The charger is quite clever solution. It got a USB connector. Es hat einen USB-Anschluss. Das heißt, man kann über jedes beliebige Gerät mit einem USB-Anschluss den Akku laden. You can charge your battery on any USB connector.
Für alle, die keinen USB-Anschluss an einem Gerät haben, können das den Akku auch über die Fernsteuerung direkt über diesen Connector laden. For all of you not having any device with a USB connector, you can use this connector on the transmitter to charge your battery. And we got some replacement parts for the tail. Wir haben noch einige Ersatzteile fürs Heck. Wir haben ein Leitwerk und wir haben einen Ersatzheckrotor. We got a tail fin and we got a replacement tail rotor. Okay, and to the transmitter. The transmitter itself is a 2.4 GHz transmitter. Also es handelt sich um einen 2,4 GHz Transmitter. Das heißt, wir haben keine Infrarot-Fernsteuerung, so wie bei vielen der Spielzeughelikopter. So we don't have these infrared controls like the toys got. We got a real 2.4 GHz system and this enables us to fly outdoors, to fly with other people. There is no interference. Also durch das 2,4 GHz System haben wir die Möglichkeit praktisch überall zu fliegen. Wir können auch draußen fliegen und wir stören auch keinen anderen, da es bei 2,4 GHz ja keine Störungen von anderen Modellen gibt. Schalten wir die Fernsteuerung mal kurz ein. So we switch on the radio control. You can order the model in mode 1 or 2. Also man kann das Modell in mode 1 oder 2 bestellen. Das heißt Gas rechts oder links. Wir haben hier die Version mit Gas rechts. Für alle, die vielleicht auch mode 3 oder 4 fliegen. There is a way to get this running on this remote. Für alle von euch, die vielleicht mode 3 oder 4 fliegen. Es gibt eine Möglichkeit, das hier auch zu machen. Das ist aber mit einem Umbau verbunden, der natürlich zum Verlust der Garantie führen würde. But you will lose your warranty if you make this change, of course. The RC now. You can see we got a nice display, which shows us the battery charge, and you see the stick moving and see if it's centered correctly and so on. You got the pitch and all this function displayed, but it's not absolutely necessary. The cool thing is this small display parts here, it displays the digital trim. So if I change the trim, das Schöne daran sind diese kleinen Anzeigen, die mir anzeigen, wie das Modell getrimmt ist. Das heißt, wenn ich hier mit den digitalen Trims Änderungen mache, wird das hier an diesen Balken angezeigt. Das finde ich schon für so ein kleines Modell sehr, sehr interessant. Das Modell selbst wird einfach durch Einstecken der Batterie aktiviert. The model itself is switched on by putting in the battery and connecting it, like this. And after connecting, the model starts initializing the gyro. So you have to put it on a flat ground and then you can see it blinking, and when the blinking stops, you can start flying. You can see. Also sobald es aufhört zu blinken, kann man das Modell steuern und es ist initialisiert. Man sieht schon, man kann die Taumelscheibe wie bei einem normalen Helikopter bewegen. Ich habe dem Helikopter seine Kabinenhaube abgenommen und man kann die Elektronik sehen. I removed the canopy and now you can see the electronics. We got one coreless motor for the main rotor and we got a small coreless motor for the tail. And we got two servos, which we can see like this. Wir haben zwei Servos, die man so sehen kann. Ich halte es mal so. Die Taumelscheibe entsprechend bewegen. Zusammenfassend kann man sagen, das Modell ist Anfänger geeignet, hält sehr viel aus, ist leicht zu fliegen und macht riesen Spaß. Und für den Fall der Fälle gibt es immer genug Ersatzteile. Also ein ideales Modell zum Überbrücken der Winterzeit indoor. One can say this model is ideal for beginners. It's stable flying, it's robust, it's forgiving, and in the case of breaking anything, there are always enough spare parts. So I just can recommend this model to you. Also ich kann das Modell wirklich nur empfehlen und es ist wirklich ein Riesenspaß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zum Teil 2 mit unseren Winter and indoor models. So see you at the part 2 of our series with indoor and winter models.